Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Europa Universalis 4 mit Portugal, Emperor DLC und so an und so an. Mir ist aufgefallen, im Intro habe ich viel über die Achievements gesprochen. Kleiner Nachtrag, wenn ich das natürlich über das Steam-Overlay mache, seht ihr das nicht. Deswegen vielleicht nur ganz kurz auf diesem Weg nochmal gezeigt. Ich hoffe, ich finde sie schnell, damit ihr das einfach mal gesehen habt, wie die hier ausschauen. Ah, wo haben wir sie denn? Kann sich nur um Stunden handeln. Hier ist es mit dem Navigator. Es ist Portugal, get own provinces in Africa, India and Indonesia before 1500. Und das andere war eigentlich das dritte von oben. Aber das ist hier scheinbar anders. Okay. Hier. Not so sad a state. Not so bad a state, not so sad a state ist es tatsächlich. As Portugal have colony in Brazil and Africa. Also das sind die Sachen, die wir erreichen wollen. Ich halte zumindest den einen für absolut machbar, den anderen kann ich noch nicht ganz einschätzen. Wir werden sehen. Gut, dann legen wir los. Genug gelabert. Und, oh, guck mal, das ist auch neu. Also ich werde mit Sicherheit über das ein oder andere Neue stolpern. Hier sieht man jetzt nämlich zusätzlich zu dem, was man sonst gesehen hat, ob diejenigen einen auch rivalisiert haben. Ist natürlich interessant, ne? Also die drei haben uns rivalisiert, die hier nicht. Granada auch nicht. So kann man sich vielleicht nochmal besser und schneller orientieren. Also interessant, ja. Ich werde in jedem Fall Marokko wählen, klar, damit werde ich Krieg führen. Kastilien als Rivalen will ich sie eigentlich nicht haben. Die, dann schon eher noch Granada. 88% stärker als unsere. Ich nehme Granada. Und ich nehme... Ja, ich nehme das. So. Damit laufe ich auch nicht Gefahr, irgendwie als Christ zu versagen. So, wir werden ein erstes Geschichtchen hier machen. Und zwar, lasst uns mal ganz kurz gucken, wo eine umkämpfte Nachfolge ist. Da gibt es nämlich ganz schön viele. England tatsächlich ja auch. Aber England hat ja sowieso einen impotenten Herrscher, deswegen brauchen wir da nicht groß was machen. Portugal, Schottland wäre natürlich noch ganz interessant. Aber ganz ehrlich, wir machen das ja einfach so. Beziehungsaktionen, Beziehungen verbessern. Wir gehen hier auf maximal 100 drauf. Wir setzen das hier auch mal. Ach, können wir nicht, weil wir ja verbündet sind. Alles klar. Hier hat sich's auch geändert. Guck mal. Ja, also man wird jetzt so nach und nach einiges verändern. Das Anklicken dieses, wenn ihr allerdings so handelt, verhindert ihr damit auch das Ansammeln von Gefallen. Ja, das machen wir, weil ich will jetzt auf jeden Fall nicht in irgendwelche Kriege von England reingezogen werden. Und ich will auch keine Gefallen, ich will nur ein gutes Verhältnis und das Bündnis dann kündigen. So einfach ist das. Aragon ist glücklicherweise in diesem Spielstand gar nicht so abgeneigt, was uns betrifft. Können aber immer noch kein Bündnis anbieten. Ja? Das heißt, auch hier werden wir die Beziehungen verbessern. Hätte ich vielleicht noch warten sollen, dann hätte man hier auch gleich noch eine Staatsehe machen können. Das haben sie nämlich schon gemacht. Ja? Das war jetzt ein Fehler, aber gut, so ist es. Und den anderen heben wir uns jetzt nochmal auf, dass wir das halt dann schnellstmöglich nachholen können. Berater, wie viel Kohle haben wir denn? 4,31. Das ist so viel jetzt nicht. Wir haben momentan den Fokus auf Diplomatie. Das ist insofern okay, weil wir ja als Idee die Entdecker-Ideen haben wollen. Aber natürlich
Die Frage ist, wie schnell wir sozusagen dahin kommen. Lass uns das mal kurz checken. Wir haben jetzt 598 Punkte. Ich bin jetzt auf Level 3, 4. Also ich brauche circa 1000, sagen wir mal 1200 Punkte brauche ich, um überhaupt diese Idee zu haben. Momentan bekommen wir... Na, wo haben wir es denn jetzt? Hier vorne. Momentan bekommen wir 6. Naja, das sind 200 Monate. 200 Monate sind 10. Naja, es sind knapp 20 Jahre. Und so lang würde wahrscheinlich auch es dauern, bis wir das wieder ändern können. Ne? Wenn ich das jetzt verändere... Ich würde das trotzdem jetzt erstmal hier auf diese administrative Macht setzen, bis wir eben diese Idee haben und dann können wir auf Diplomatie schwenken. Ja, ich glaube, das ist genau, das sind jetzt 20 Jahre, aber so lange brauchen wir so oder so, bis wir diese Ideen zusammengesammelt haben und so geht es halt etwas schneller. Ja. Das ist jetzt so die Überlegung dahinter und Berater holen wir uns dann entsprechend. Hier einen für das Militär, dass wir da nicht da so hinterherhängen. Das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen am Ende des Tages. Und ja, mein Telefon klingelt gerade ganz munter. Insofern passt das jetzt für mich. Unruhe haben wir. Und zwar hier in Syrta, wie das sich schimpft, ist das hier unten. Ja, sei es drum, brauchen wir uns aktuell nicht drum kümmern. So, dann haben wir hier nochmal das mit den Ständen. Ich habe ja versprochen, das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man zum Beispiel hier den Ständen Provinzen zuordnen kann, so wie das hier möglich war, dass man sagt, das ist jetzt ein Staat, dem gehört der Kirche oder dem Klerus und das andere den Adligen, sondern das wird jetzt hier rüber geregelt. Hier hat man jetzt ein Standesland in Prozent. Das heißt, wir als Krone haben im Moment 30, was ein Problem darstellt, weil wir dafür zu wenig haben. Das heißt, wir kriegen jetzt im Moment eigentlich ziemlich heftige Mali, wie ich finde. Und das sollte man natürlich ändern. Und dann kann man hier rüber, wenn man da drauf klickt, kann man verschiedene Dinge freischalten, so ähnlich wie das in diesen Listen war. Allerdings hat es hier dann eben auch entweder Auswirkungen oder eben keine Auswirkungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier draufklicke und sage, ich möchte das hier machen, dann würde das bedeuten, dieses Privileg wirkt sich nicht auf das Kronland aus. Könnten wir also machen. Allerdings müssen wir jetzt gucken. Kostenverfall, Kostenverfall. Diplomatische Macht plus 1 monatlich. Interessant. Wirkt sich jetzt aber zum Beispiel negativ auf die Loyalität aus. Mit minus 5. So, und nachdem wir jetzt erstmal das hier machen, das heißt, wir beschlagnahmen Land. Das heißt, ich verstehe das so, dass wir 5% unseres Landes zurückgewinnen. Und die anteilig dann eben entsprechend verlieren. Aber dann sinkt quasi die Loyalität um 20. Was okay ist, weil alle sind bei 50 und wenn es unter 30 fällt, was nicht der Fall ist, dann könnten wir eben Rebellionen haben. Jetzt ist es aber so, wenn man sich das jetzt wiederum anschaut, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das gesehen habe, wie schnell die sich davon erholen. Ja, wo habe ich das wieder gelesen? Hier habe ich es gelesen. Meine ich? Ne, hier habe ich es nicht gelesen. Hier habe ich es gelesen. Und zwar, zum Beispiel beim, das kann dann auch hier nochmal unterschiedlich sein, da muss man dann Obacht geben. Und zwar gibt es jetzt hier diesen Modus, der Stand Adel hat derzeit eine Loyalität von 50. Wenn ich das mache, geht er runter auf 30. Allerdings würde sich das automatisch auf ein Gleichgewicht einstellen. Und dieses Gleichgewicht hier ist nicht 50%, sondern 43,30. Das seht ihr hier.
Es setzt sich zusammen aus einem Grundwert, die Legitimität sorgt dafür, dass es besser wird, Armeetradition und Prestige sorgen sozusagen dafür, dass das einen höheren Mittelwert gibt. Wenn ich sozusagen unter diesem Mittelwert liege, tickt es automatisch wieder nach oben, bis der Mittelwert erreicht ist. Das heißt, ich kann jetzt einmalig das machen, ohne unter die 30 zu gehen. Es ist aber nicht mehr möglich, dass das automatisch immer wieder auf diese 50% zurückgeht. Da muss ich erst meinen Prestige steigern. Ich muss diverse andere Sachen machen. Finde ich ganz gut. Entweder habe ich es beim anderen davor nicht so gesehen. Auf alle Fälle finde ich es hier ganz gut, selbst für Leute wie mich beschrieben. Hier ist es das Gleiche. Hier ist es sogar nur bei 38% und hier ist es bei 33%. Das heißt, man muss sich schon überlegen, ich kann das jetzt nicht beliebig oft machen und die Loyalität ist etwas, was man sich dann schon mehr erkämpfen muss und weshalb man auch nicht einfach sagen kann, ja, ich nehme jetzt hier mal das, tickt ja eh wieder hoch auf 50. Das wird so nicht sein. Ja. Aber für den Moment klicke ich jetzt mal darauf und probiere das einfach aus. Ja. Das ist also das passiert, was wir jetzt verhofft haben. Wir haben jetzt aber wieder ausreichend Kronland, haben jetzt im Moment aber nicht so viel, dass wir jetzt sagen könnten, das ist jetzt berauschend, also wir haben keine positiven Effekte. So, wir können eine Versammlung einberufen, das würde die Loyalität wieder erhöhen, das machen wir auch gleich, und die kriegen aber auch entsprechend Einfluss. Ja. Also er sollte halt nicht höher als 100% sein, was jetzt bei keinem gegeben ist. Deswegen, ich probiere das jetzt einfach eher aus, als dass ich es jetzt vielleicht brauche. Da kann man dann eine Versammlung einberufen. Ihr möchtet ihr die folgenden Änderungen hinsichtlich eures Kronlandes machen. Beruft eine Versammlung ein, um eine Agenda zu beschließen. Der Stadel, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Und dann kommt die Agenda des Parlaments. Die Stände von Portugal haben Agenden für das einberufene Parlament vorgeschlagen. Die Bevorzugung einer der Stände hier könnte langfristig große Vorteile haben. Der Klerusstand fordert, dass wir den Wohlstand seiner Ländereien in Aliento investieren. Der Adelstand wünscht sich, dass wir unser Ansehen bei anderen Nationen verbessern, indem wir das Prestige unseres Königs erhöhen. Und der Bürgerstand fordert, dass wir unsere Präsenz am Umschlagplatz Tunis erhöhen. Etwas, was seiner Ansicht nach den Wohlstand der Nation erheblich steigern würde. Boah. Also hier kriegt der Klerus mehr Loyalität. Wir erhalten natürlich auch ein gewisses Prestige. Hier kriegen wir 50 administrative Macht. Deswegen tendiere ich jetzt schon mal hier hin. Ist abgeschlossen, wenn folgende Bedingung erfüllt ist. Der Abschluss hat folgende Auswirkungen. Der Stand der Bürger gewinnt. Dann erhaltet einen Stufe 1 Händler, handelseffizient portugiesische Abstammung, dem katholischen Glauben folgend. Die Anstellung des Beraters kostet euer Land 50% weniger. Also im Moment mache ich es der Einfachkeit halber einfach mal dem Adel recht. Ja, Punkt. Okay. Gucken wir uns nochmal ganz kurz unsere Schiffchen an und unsere Oh, wir haben einen Regenten. Hochinteressant. Mir gar nicht aufgefallen. What? Ja, okay, wir haben eine Regentschaft, das heißt, wir können jetzt erstmal sowieso keine Kriege führen, alles fein. Wie alt ist denn der gute 12? Also es wird sowieso jetzt ein paar Jahre dauern, bis er vermutlich 15 Jahre alt ist. 16 wahrscheinlich. Ja, General brauchen wir jetzt erstmal keinen. Ich würde da auch eher tendieren, ein bisschen Geld zu saven.
Okay, Korruption haben wir auch schon. Ja, Flottillen, was haben wir denn da? Ich lege das mal zusammen. Also wir haben drei große Schiffe, zwei kleine. Vielleicht können wir uns hier. Über unsere ein Flaggschiff bauen. Können wir nicht, weil es 100 Piepen kostet, okay. Wir werden in jedem Fall mal unsere großen Schiffe Piraten la jagen lassen, und zwar hätte ich gesagt Sevilla. Ne, da warten wir einfach noch mal ab, was die Piraten machen, falls sie das erste Mal zuschlagen. Okay. Die Buttons sind auch neu. Okay. Again, what learned? Okay, das ist soweit klar. Gib mir mal bitte die 5 und gib mir die, und wir machen jetzt erstmal den Handel schützen. In Safi machen wir Profit. Und euch schicken wir nach Sevilla. Ne, nach Tunis schicken wir eins. Ihr kommt bitte auch im Kriegsfall zurück. Und euch schickt man nach Sevilla. Hierdurch wird unser Handelswert von okay, das bringt aber irgendwie nichts, ne? Ja, okay. Dann lassen wir die mal so, wie sie sind. Und wir gehen mal, lassen ein bisschen Zeit vergehen. Okay, England, Tunesien, Österreich. Bis jetzt ist nicht viel passiert. Alster, Österreich mit Ungarn, Kastilien mit Österreich. What the fuck? Oh, Küste, Marokko. Okay. Dann wollten wir ganz kurz mal die hier Piraten jagen lassen und sagen, das ist da unten in Safi. Ja, jagt da mal Piraten. Und ihr legt euch mal zusammen und legt euch mal still. So. Das ist natürlich ein Brett, ne? Wow. Cool. Machen eine Staatsehe. Großartig. Das lehnen wir leider ab. Und warten hier bis zum 15. Januar. Tyrone, Marokko. Wo ist denn das? Haben die Küste von Aliento und Ribagno überfallen? Da müssen wir nochmal nachsteuern. Aber ich will jetzt noch gern das unter Dach und Fach bringen hier. Jawohl, ganz knapp, aber perfekt. Und warum bist du jetzt auf minus 50 gefallen? Okay. Leonard, das bedeutet, dass wir ihn in den Krieg gerufen werden. Sollten Sie einen Befreiungskrieg starten? Nehmen Sie an. Oh, ja. Das kann ich mir vorstellen zu tun.
Ich probiere das einfach mal aus. Auch das ist eine neue Mechanik, meine ich jedenfalls. Keine Ahnung, Leute. Kann sein, dass wir auch nochmal neu starten müssen. Ich werde jetzt auf alle Fälle mal meine Armee verlegen. Das war jetzt vielleicht dann doch nicht so clever. Weil ich die hier gerne mal darunter transporten würde. Weil sonst dann natürlich nur noch einen... Ja, okay. Passt schon. Okay. Wo sind meine... Dreierschiffchen? Wo seid ihr hier? Piraten jagen. Das ist Sevilla. Piraten jagen. Allianz wird aufgelöst. Ja, da habe ich jetzt auch nicht groß was dagegen. So, und dann können wir eigentlich hier relativ zügig mal noch ein Geheimdienst-Spionagenetzwerk aufbauen. Jetzt willst du eine Staatsöhe? Nee, will ich aber nicht. Genau, darüber hinaus müssten wir jetzt dann nochmal gucken, mit wem wir uns noch verbrüdern oder eben nicht. Frankreich hat England und Österreich. Die würden uns... Also ich glaube, dass wir, wenn wir Frankreich jetzt für den Anfang mit unterstützen würden, ne? Holen wir den mal heim ins Reich. Oh, Frankreich wäre natürlich ein lohnendes Ziel. Kirchenstaat aus meiner, aber die haben wieder Frankreich rivalisiert, also doch nicht so cool. Tunesien hat keinen Bock auf uns. Genua will kein Bündnis. Britannien würde ein Bündnis nehmen. Ist auch kein Kernland von Frankreich. Also Bretagne könnte man nehmen. Burgund könnte man auch nehmen. Ist auch nicht mit Frankreich im Beef. Lass uns mal die Beziehung mit Frankreich verbessern. Wir haben mit Marokko... Ah, shit. Manchmal bin ich ein bisschen dusselig. Ich muss natürlich noch was machen. Vergessen. Wir haben ja Klemtchen als... da werden wir natürlich ein Embargo verhängen. Bestätigen. Wir werden mit Marokko... Was ist das? Oh lala! Oh, wir sind schon im Krieg. Das ging jetzt aber dann doch zügig. Meine Herren. Meine Herren. Da gönnen wir uns doch glatt mal so ein bisschen Kriegssteuer. Armeen sind oben. Wir brauchen aber auch einen Generale. Ne, wir haben einen Generale. Den muss man da bloß reinsetzen. Und hoffen, dass ja, also der gute Mann hier nicht gleich ums Eck kommt. Ja. Wir haben also richtig gehandelt und auch richtig gelegen. Hier
betteln wir seine Schiffe weg. Das ist schon mal cool. Und ihr kommt mal bitte alle hier hin. War sonst noch irgendwo was rumkräuchen? Zwei da. Und da unten. Da legen wir jetzt die komplette Flotte zusammen. Und zwar wollte ich doch Marokko noch mit einem Embargo verhängen, genau. Genauso wie Granada, ne? Denn Granada hat man noch als Embargo verhangen. Haben diese kleinen Penner nicht tatsächlich Moment mal. Doch, doch, das passt schon. Wir werden jetzt gleich mal Tanger einnehmen und werden versuchen, gleich mal zu zeigen, wo der Battle de Mostholder. Das ging jetzt wahnsinnig schnell, Leute. Fast schneller, als mir in Summe lieb ist. Ich hätte da schon gerne erst... Das haben die auch drei große Schlachtschiffe in Marokko. Okay. Die sind im Grunde fast stärker als wir da, ne? Aber Sus ist auch dabei, deswegen ja, setzen wir uns da rein. Wir haben aber keinen Anführer. Ich werde mir mal noch einen Captain zulegen. Ah, okay, wir haben zu viele Führer. Ja, was soll's. Ja, Spanien holt sich da die ersten Kuchen ab. Granada läuft da in Spanien rum, sollen sie ruhig machen. Bisschen Chaos, aber nicht zu uns. Nein, nein, nicht zu uns. Das lässt du bitte bleiben. Ja, lieber Spanier, das hast du gut gemacht. Aber bin ich jetzt in einem... wir sind verbündet sozusagen, der Feind meines Feindes und so weiter. Okay... Also Granada ist schon mal raus. Und da muss man Spanien jetzt mal lobend erwähnen, denn die haben tatsächlich für uns den Hinterhof freigehalten. Gewinnt Loyalität, verliert Prestige. Ne, Prestige. Ah, fuck, fuck, fuck. Ah, komm, Prestige holen wir schon irgendwie wieder rein. Gut. Ich werde mal Richtung Fest marschieren. Spanien, du machst bitte kein Mist hier. Ich finde es immer witzig. Der kann einfach durch mein Land marschieren, obwohl er keine Durchmarschrechte hat, der Penner. Okay, da sind Patronräuber unterwegs jetzt. Wäre natürlich blöd, wenn Spanien jetzt da Land bekommt, ne? Das war so nicht eingeplant. Ha, wir haben einen neuen König. Das ist ganz hervorragend, weil ich glaube, der ist auch ein bisschen besser als unser Alter. Außerdem... Außerdem passt es jetzt schon. Wir haben hier Thronräuber, okay. Ja, mal sehen, ob das was wird. Ja. Oh, oh. Dann kriegen wir ganz schön auf die Mütze. Machen die natürlich nicht. Na komm mal, liebes Spanien.
anschließen, klar. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Spanien. Weißt du das? Das nimmt jetzt natürlich schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. Mal rausgehauen. Also Spanien hat jetzt schon mal... Ja, genau. Ja, das ist Spanien, ne? Wie es leibt und lebt. Ohne Scheiß. Lassen die uns hier hängen. Oh Mann, Leute. Wer ist denn jetzt hier dabei? Portugal, Kastilien. Ne, Kastilien ist noch mit drin. Okay. Strange. Moment mal. Spanien ist schon noch im Krieg mit Marokko und Thailand. Okay, alle klar. In dem Krieg sind sie noch dabei. Wollen wir es versuchen? Ja, die kommen mit rein. Ich möchte so schnell wie möglich das Land hier besetzen. Der Einfluss der Bürger, bla bla bla, Dinge, Bürger erlangen Einfluss, bäuerliche Regimenter, Dukaten, nehmen wir das mit den Dukaten, Embargo aufheben, okay. Ja, wahrscheinlich, weil die zu klein geworden sind, wir können uns also einen neuen, im Krieg geht das nicht, alles klar. Will ich das? Will ich das? Ich will das. Burgund hat England den Krieg erklärt, okay? Ja, Leute, wir haben auch schon wieder 32. Ich nehme jetzt noch Melina ein. Stabilität, her damit. So, das haben wir. Versorgungslimit 12. So, dann können die sich da weiter erholen. Ja, Leute, wir haben jetzt hier schon mal ganz erfolgreich diese Küste gesaved, würde ich sagen. Weiß bloß nicht, ob das so geschickt war. Ich hätte gerne halt die beiden auch noch. Nicht, weil ich sie unbedingt einnehmen möchte, aber ich habe keinen Bock, dass Spanien da was vom Kuchen kriegt. Die haben sich jetzt hier schon genug einverleibt. Das werden wir uns in der nächsten Folge mal anschauen. Ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Euer Don Firenze.